Es gibt da etwas, das für uns alle völlige Normalität geworden ist und sich kaum Leute Gedanken darüber machen, wie problematisch das eigentlich ist. In diesem Video hier möchte ich auf eine Gefahr im digitalen Raum aufmerksam machen, über die bisher viel zu wenig gesprochen wurde. Ich heiße Jonas und wenn du diesen Kanal hier noch nicht abonniert hast, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, das zu tun. Findest du dich auch? Okay, Leute, das war das kleine Intro. Kommen wir aber erstmal gerade dazu, wie ich überhaupt zu diesem Video hier gekommen bin. Kapitel 1, kein Kommentar. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung davon, wie ich bei mir drüben im Wohnzimmer den Fernsehanschluss ankriege, also wie ich lineares TV anschauen kann. Das ist noch nie gemacht, seit ich hier wohne. Das heißt, wenn ich mir beispielsweise Beiträge von der Tagesschau anschauen möchte, dann mache ich das eben nicht im klassischen Fernsehen, sondern ziehe mir die Information meistens entweder über Instagram oder über die ARD-Mediathek. Vor wenigen Tagen habe ich dann zufällig in den YouTube-Trends gesehen, dass die Tagesschau auch eine YouTube-Präsenz hat, also einen YouTube-Kanal. Und habe mir dann ein Video zu einem Bericht darüber angeschaut. So, nachdem ich mir das Video angeschaut hatte, wollte ich ein bisschen durch die Kommentare scrollen, einfach um zu sehen, was die anderen Leute so zu dem Thema schreiben. Und dann ist mir dort aufgefallen, dass die Kommentare deaktiviert waren. Und das ist übrigens nicht nur bei allen Videos von der Tagesschau der Fall, sondern es ist auch bei ganz vielen anderen Nachrichtensendern und, ich sag mal, Kanälen von klassischen Medien auf YouTube der Fall, dass die Kommentare dort deaktiviert sind. Und das fand ich sehr aufregend. Mich persönlich hat das nämlich ehrlicherweise ein Stück weit irritiert. Mir wurde nämlich in dem Moment, in dem ich die Kommentare eigentlich unter diesem Video sehen wollte, klar, dass ich es völlig gewohnt bin, bei diesen Medien wie zum Beispiel YouTube oder Instagram die Kommentare zu lesen, die mir auch teilweise dabei helfen, meine eigene Meinung auch einzuordnen, einfach um zu sehen, was sagen andere dazu, was ist die Meinung von anderen. Und in dem Moment ist mir klar geworden, wie problematisch das eigentlich von mir selbst ist, dass ich das so mache, diese Gewohnheit, diese Kommentare einfach zu lesen, als Beispiel der Israel-Palästinenser-Krieg. Es gibt völlig unterschiedliche Meinungen zu diesem Krieg und diesem Konflikt und den Medien wird von vielen Ecken Manipulation und einseitige Berichterstattung vorgeworfen. Andere Lager wiederum sind dann völlig anderer Meinung und solidarisieren sich mit Israel. Und da es mittlerweile einige Jahre her ist, dass ich zur Schule gegangen bin und Geschichtsunterricht hatte und ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem aktuellsten Stand dieses Nahostkonflikts war, habe ich dann scheinbar unbewusst in den Kommentaren nach Ankerpunkten gesucht, an denen ich meine Meinung festigen kann. Also was sagen andere zu diesem Konflikt? Was wissen andere vielleicht mehr, was in dem Artikel und Bericht gar nicht erwähnt wurde? Was ist vielleicht möglicherweise sogar falsch, was dort erzählt und berichtet wurde? In der Reflexion darüber ist mir vor allem auch klar geworden, dass ganz viele andere, die dort kommentieren, im Zweifel selber kaum Ahnung von dem Ganzen haben, sondern ihre Meinung meistens sowieso auch nur einfach von irgendwem oder irgendwoher haben und es aber zum Teil als faktisches Wissen vermitteln oder ich es als solches aufnehme, obwohl das natürlich dann eigentlich gar nicht der Fall ist. Ich meine, wir müssen nur mal einen kurzen Blick in die Kommentarsektion bei der Tagesschau werfen, wenn es um den Krieg rund um den Gazastreifen geht. Dann gibt es hier Top-Kommentare wie zum Beispiel: Diese einseitige Berichterstattung ist die Spitze der Perversion. Berichtet mal etwas aus der Perspektive der Terrortruppe Israelis. Unter anderen Artikeln gibt es wieder andere Top-Kommentare, wie zum Beispiel: Der Antisemitismus ist ja gruselig in den Kommentaren. Nein, Kritik an Israel ist nicht gleich Antisemitismus, aber eure gewaltfeierlichen Kommentare schon, ekelhaft. Oder auch: Ist es echt beschämend, wie hier teilweise von muslimischen Glaubensvertretern das Verhalten der Hamas noch heruntergeredet wird, von wegen Lügenpresse und Free Palästinenser etc. Fakt ist, die Kommentare positionieren sich hier völlig unterschiedlich. Und ehrlicherweise, ich will jetzt in diesem Video hier überhaupt keine Stellung beziehen. Teilweise schließen sich die Meinungen in den Kommentaren natürlich auch gar nicht völlig aus. Im Kernpunkt geht es ja vor allem auch darum, wie viele Massen an unschuldigen Zivilisten hier sterben, die nichts damit zu tun haben und die einfach nur in Freiheit leben wollen. Trotzdem ist es halt crazy, wie unterschiedlich das dort polarisiert. Jeder schreibt völlig ungefragt und auch unqualifiziert seine Meinung und seine Position zu dem Krieg und zu dem Konflikt in die Kommentare, obwohl die allermeisten überhaupt nicht selber beteiligt sind und auch eigentlich gar nicht viel faktisches Hintergrundwissen haben. Wir kommen hierauf jetzt gleich nochmal zurück. Ich würde euch gerne gerade an einem anderen Beispiel zeigen, wie problematisch das eigentlich ist. Und jetzt wirklich Vorsicht, nicht erschrecken. Der Themenswitch ist jetzt crazy. Die Ironie des Schicksals wollte es so, dass wir von dem einen Thema jetzt auf dieses Thema hier kommen. Kapitel 2, das Julian und Bibi Phänomen. Und ich weiß wirklich nicht, wie wir von Hamas und Terroranschlägen und Gazastreifen jetzt zu Bibi und Julian kommen. Es ist einfach passiert. Bibi und Julian haben sich, wie ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, vor mehr als einem Jahr getrennt. Das war ein großer Aufschrei in den Medien, vor allem in den sozialen Medien, im digitalen Raum. Und genau genommen war das so großes Thema, dass es jetzt sogar mehr als anderthalb Jahre später immer noch zu Diskussionen führt. So ist mir gestern ein TikTok über den Weg gelaufen, wo folgender Creator Folgendes gepostet hat.
Also erstmal vorneweg finde ich solche Videos sowieso schon sehr schwierig, weil erstmal die Trennung mittlerweile wirklich super lang her ist und daraus immer noch so reißerisch Klicks zu ziehen, finde ich einfach sehr schwach. Dann ist es außerdem so, dass der klare Trennungsgrund immer noch nicht deutlich ist. Also es ist nicht so, dass Bibi oder Julian ein ganz klares Statement abgegeben haben, darum haben wir uns getrennt. Und wie gesagt, jetzt nach anderthalb Jahren ist das ja auch wirklich nicht mehr wichtig. Das heißt also, das Video selber, was übrigens, wie man hier sehen kann, 2 Millionen Aufrufe hat, dass das Video selber einfach unnötiger Scam ist. So ein Blick jetzt in die Kommentare ist aber jetzt wirklich komplett wild. Zum Beispiel der Top-Kommentar: Leute, Bibi ist Julian fremdgegangen. Ausrufezeichen. Andere Leute schreiben wiederum andere Sachen, wie zum Beispiel: Es kann eigentlich keinen Grund geben, weil die beiden selber nicht geredet haben bei der Trennung und deswegen äußern sie sich nicht. Andere schreiben wieder aus Spaß: Hä, die sind getrennt, so als hätten wir es noch nicht mitbekommen. Und wieder jemand anders mutmaßt einfach: Er meinte wohl, dass er darüber sprechen möchte, aber er kann nicht, weil er Bibi respektieren möchte und er will, dass sie von allen respektiert wird. Also ganz viele verschiedene Meinungen. Und wie gesagt, nochmal ganz kurz diesen Kommentar besonders beachten: Leute, Bibi ist Julian fremdgegangen. Ausrufezeichen. Dieser Kommentar, diese einfache Behauptung, ist blau hinterlegt, weil es eine häufige Suchanfrage ist. Man kann da draufklicken und wenn man da draufklickt, werden einem dann eben bei TikTok lauter Videos angezeigt, die mit diesem Thema zu tun haben. Also Bibi, Julian fremdgehen. Und dann gibt es zum Beispiel Creator, die noch vor einem Jahr einfach folgendes Video hochgeladen haben: Bibi ist Julian fremdgegangen, bitte macht euer Glauben an die Liebe nicht von einem Pärchen abhängig, sondern gestaltet eure Beziehung auf eure eigene Art. Ja, safe. Die Grundaussage: Macht eure Beziehung nicht von anderen Pärchen abhängig. Ja, natürlich, das sollte man nicht tun. Aber einfach diese Unterstellung, Bibi ist Julian fremdgegangen, Punkt, das einfach so hochzuladen, ist halt schon mal richtig frech. Und lauter solche Videos werden halt angezeigt, wenn man diesen Weg geht. Wir kommen nochmal von diesem 2 Millionen Aufrufvideos, haben 2 Millionen Menschen gesehen, mit dem Top-Kommentar, den jeder sehen kann, der in die Kommentare geht: Bibi ist Julian fremdgegangen. Man klickt da drauf und kriegt dann lauter solche Videos hier, wo drin steht: Ja, Bibi ist Julian fremdgegangen. Also es ist so fucking toxisch und crazy, wie das dann einfach passiert. Weil Fakt ist, wir wissen den offiziellen Trennungsgrund nicht. Aber Leute, die sich jetzt nicht groß damit beschäftigen und die keine Ahnung haben, die gehen wahrscheinlich jetzt einfach davon aus: Okay, ja, Bibi ist Julian fremdgegangen. Das wird dort ja behauptet. Das haben ganz viele Leute geliked. Es gibt da andere Videos, die das bestätigen. Das wird dann wohl stimmen. Und über eine sehr toxische Sache müssen wir gerade auch nochmal ganz kurz in Ruhe sprechen. Kapitel 3: Suchmaschine TikTok. Manche kriegen das vielleicht ab und zu mal mit, die meine Instagram-Story sehen. Aber ich habe ja eine Freundin schon seit letztem Jahr. Eine sehr tolle übrigens. Und ist auch kein Geheimnis, aber es gibt ab und zu so TikToks von ihr. Da tauche ich drin auf. Und unter jedem TikTok, in dem ich von ihr zu sehen bin, gibt es folgenden Suchvorschlag unter dem Video: Jonas Ems und Zoe Trennung. Jonas Ems und Zoe Trennung. Und nur um das mal ganz kurz deutlich zu sagen: Wir sind nicht getrennt und in den Videos geht es auch absolut nicht darum, dass wir uns trennen könnten oder dass wir das thematisieren oder sonst irgendwas. Oberhalb der Kommentare von diesen TikToks werden manchmal solche Sätze vorgeschlagen auf Basis von dem, was Leute gesucht haben, während oder nachdem sie das TikTok geschaut haben. Also um das zu erklären, offensichtlich hat sich irgendwer mal, der so ein TikTok von meiner Freundin gesehen hat, in dem ich vorkam, gefragt haben: Oh, sind die beiden wohl noch zusammen oder haben die sich getrennt? Und hat deswegen vielleicht einfach mal in die TikTok-Suchleiste, nachdem er eben so ein Video gesehen hat, dann eingegeben: Jonas Ems und Zoe Trennung. Weil er dachte, vielleicht gibt es dazu eine Information. So, und weil er danach gesucht hat, hat der TikTok-Algorithmus gedacht: Oh, das ist vielleicht was, nach dem öfter Leute suchen. Und hat dann angefangen, das eben als Suchanfrage unter dem TikTok vorzuschlagen. Und weil das natürlich andere Leute dann auf den Gedanken überhaupt erst bringt, dass wir getrennt sein könnten, suchen natürlich andere Leute erst recht auch danach. Und dadurch ist jetzt bis heute dieser Teufelskreis quasi entstanden, dass unter jedem Video, was sie quasi hochlädt, es gibt jetzt nicht viele Videos irgendwie, aber wenn es welche gibt, in denen ich vorkomme, dass immer die Hauptsuchanfrage ist: Jonas Ems und Zoe Trennung. Obwohl wir, wie gesagt, nicht getrennt sind und es dazu auch keinen Anlass gibt, es zu vermuten. Das ist jetzt gerade quasi kein wichtiges Thema, ne? Das betrifft ja niemanden groß und verletzt jetzt auch nicht mich oder meine Freundin oder irgendwen. Und auch jetzt das Bibi und Julian Thema, das ist natürlich jetzt nicht ultra wichtig, ob sie ihn jetzt betrogen hat oder nicht. Das verändert die Welt jetzt nicht. Aber es macht sehr gut deutlich, wie toxisch diese Suchmaschine TikTok funktioniert durch dieses System. Und wie gefährlich es auch ist, dass Leute einfach irgendwas kommentieren können, diese Kommentare hochgeliked werden und Leute dann einfach davon ausgehen: Ja, das wird schon die Wahrheit sein. Ja, auch unter den Videos von Julian und Bibi wird jetzt gerade dauernd vorgeschlagen: Bibi ist Julian fremdgegangen. Was aber eben problematisch ist, weil es dafür gar keine Beweise gibt und das einfach aus einer Eigendynamik heraus entstanden ist. Das Tool und die Idee von TikTok, häufige Suchanfragen, die das jeweilige Video betreffen, oben aufzulisten, mag vielleicht grundsätzlich eine gute Intention gehabt haben, aber bietet natürlich den Nährwert
Nährboden für eine Unmenge an Unwahrheiten und falschen Fakten und Gerüchten, die dort dann gestreut werden können, die eben hochproblematisch sind. Es gab zum Beispiel jetzt Videoausschnitte bei TikTok, die angeblich den Angriff von Israel auf den Gazastreifen zeigen, die aber eigentlich einfach nur Ausschnitte aus einem super realistischen Computerspiel waren. Und in den Kommentaren hat das fast keiner gemerkt. Dafür war dann aber in der Suchanfrage zu sehen, Videoausschnitte, Angriffe, Gazastreifen, um dann noch mehr von diesen Videos zu kriegen, die aber alle halt Falschmaterial waren. Das gleiche gab es übrigens aber auch genauso beim Ukraine-Russland-Krieg. Und in Zeiten, in denen sogar KI-Tools ganz realistisches Videomaterial generieren können, ist es natürlich noch problematischer, dass Quellen nicht einordnen, ob das jetzt richtig oder falsch ist, weil es eben auch gar keine Quellen gibt. Spannend dabei ist tatsächlich, sich einmal anzuschauen, dass für junge Menschen TikTok eine immer wichtigere Informationsquelle ist. 40% der Generation Z nutzen TikTok als Suchmaschinentool und werden zu einem ernsthaften Konkurrenten von Google, was sehr crazy ist, weil man ja erstmal meinen könnte, natürlich Google hat die maximale Monopolstellung, ne, weit vor Yahoo, Bing und all den anderen. Dabei ist es tatsächlich so, dass TikTok und YouTube gerade bei jungen Menschen Google immer mehr den Rang ablaufen. Und das ist jetzt eine sehr subjektive Beobachtung, aber ich habe das wirklich schon oft festgestellt. Das ist wirklich sehr spannend. Junge Menschen nutzen wirklich immer öfter TikTok, um beispielsweise schöne Urlaubsziele rauszusuchen oder coole Spots, an denen man nice essen gehen kann oder einen Kaffee trinken. Und da funktioniert TikTok wirklich sehr gut. Wenn man zum Beispiel die besten Restaurants Berlin bei TikTok eingibt, ich schwöre, man kriegt bessere Ergebnisse als bei Google. Einfach auch, weil es zum Teil dazu einfach noch nice Videos gibt und man sich auch hier wieder die Kommentare durchlesen kann, die das Ganze ziemlich nice rezensieren, wo auch mal Leute schreiben, okay, nee, das Café kann ich aber nicht empfehlen oder ey, das hier ist aber auch nice. Und dann kannst du halt immer auf den Kommentar klicken und dort werden dann wieder TikToks zu dem Kommentar vorgeschlagen, der vielleicht wieder ein neues Restaurant vorschlägt. Also ihr versteht schon, die Idee dahinter, die funktioniert an sich sehr gut bei TikTok, aber wie gesagt auch sehr problematisch. Denn Jugendliche und junge Menschen informieren sich bei TikTok eben nicht nur über nice Restaurants, sondern beziehen auch ihre Informationen und politische Neuigkeiten über diese Plattform. Diverse Studien und Umfragen der letzten Monate und Jahre haben deutlich ergeben, dass Jugendliche mittlerweile ihre Informationen hauptsächlich aus den sozialen Medien beziehen. Das können natürlich dann auch die klassischen Medienpräsenzen sein, wie eben zum Beispiel die Instagram-Seite der Tagesschau, der Welt, des Spiegels, das ZDF-Magazin und so weiter und so fort. Aber es können eben auch Content-Creator wie Mr. Wissen2Go oder Dinge erklärt kurz gesagt sein, die übrigens, wie ich finde, beide sehr, sehr guten Content machen und positiv Beispiele für Content-Creator sind, die sehr guten, neutralen, aufklärerischen Content machen. Im schlimmeren Fall beziehen die Menschen aber ihre Informationen vom sogenannten UGC-Content, das ist User-Generated Content, also Content von entweder unbekannten Nutzern oder eben Creatern, die aber nicht journalistisch bei ihrer Arbeit vorgehen und arbeiten, das heißt sich mit Themen gar nicht wirklich auseinandersetzen oder die zum Teil auch gar nicht Hand und Fuß haben, wie zum Beispiel hier dieser Creator, der einfach seine Behauptung aufgestellt hat, dass Bibi Julian fremdgegangen ist, oder dieser Creator hier, der auf dieses Thema so krass aufmerksam macht und eben auf seinem Video 2 Millionen Views hat, bei dem sich dann eben ein Haufen an Kommentare mit Falschaussagen ansammeln und durch sowas dann eben Lawinen losgestoßen werden, wie Bibi ist fremdgegangen. Die guten Neuigkeiten sind allerdings, dass eine Umfrage der saferinternet.at im Jahr 2022 ergeben hat, dass nur 8% der befragten Jugendlichen Social Media als sehr vertrauenswürdige Quelle einschätzen. Das ist relativ wenig, vergleicht man das zum Beispiel mit der Tagesschau, kam man da bei 65% starkem Vertrauen raus. Also das ist schon mal ein Unterschied und gut, dass junge Menschen hier eine, ja doch, sehr kritische Haltung gegenüber sozialen Medien haben. Wenn man zum Beispiel mal auf die Antwortkommentare geht, unter dem Kommentar, dass Bibi Julian fremdgegangen sei, dann sieht man hier eben auch, dass Leute das hinterfragen. Ne? Hier, was ist die Quelle, woher hast du das? Das ist natürlich auch sehr gut und bringt mich zu einem nächsten sehr spannenden Punkt. Kapitel 4, Quelle, vertrau mir, Bruder. Dass in den Kommentaren die Quellen immer wieder auch hinterfragt werden, halte ich für einen ersten sehr guten Schritt und das ist gut, dass es passiert. Und ich möchte euch auch in diesem Video natürlich gerne etwas mit auf den Weg geben. Was ich euch da nämlich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass hier unbedingt immer die Quellen checken solltet, wenn ihr etwas auf Social Media konsumiert, was gerade in Richtung von News geht oder eben politischen Haltungen. Vor allem, wenn es eben solcher User-Generated Content ist oder ihr eben generell irgendwie das Gefühl habt, ihr seid hier skeptisch, stimmt das wirklich, was hier behauptet wird? Gerade die Corona-Zeit ist plakativ für eine Zeit der Fake News, wo eben unglaublich viele auch Scam-Webseiten aufgetaucht sind, die erstmal seriös gewirkt haben. Und wenn man mal genauer hingeschaut hat, hat man gemerkt, okay, das ist super Quatsch, ne? Wir reden hier von Zeiten, in denen behauptet wurde, dass Bill Gates hinter Corona steckt oder dass da eben eine große Verschwörung hintersteht, dass man Corona mit Alkohol abtöten könnte, Corona zwischen Mensch und Haustier übertragen wird, dass man Desinfektionsmittel trinken sollte, dass es hilft. Das wurde auf vielen Webseiten wirklich geschrieben und ganz viele Menschen haben das geglaubt, haben das einfach weitererzählt, haben einfach selber Social Media Content darüber gemacht, der sich dann auch wieder natürlich weiter im Internet verbreitet hat und immer mehr Leute, es hat sich wie Lauffeuer verbreitet, haben das dann geglaubt. Deswegen ist ein Quellencheck immer super wichtig und hier dazu gerade mal ein paar Tipps, wenn ihr eine Webseite habt, wo etwas behauptet wird. Dann solltet
die am besten erstmal immer einen Impressumscheck machen. In Deutschland gibt es eine Impressumspflicht. Auf einer Webseite muss es eine Adresse, einen Klarnamen und auch eine Kontaktmöglichkeit geben. Das heißt, eine juristische Person, die im Sinne des Presserechts auch belangt und angeklagt werden könnte, wenn etwas eben nicht stimmt. Und wenn ihr zum Beispiel eine Internetseite oder eine Instagram-Präsenz erwischt, die kein Impressum angegeben hat, dann ist das schon mal ein Indiz dafür, dass hier was nicht stimmt. Also auch beispielsweise bei meiner Instagram- oder YouTube-Präsenz muss ich ein Impressum angeben. Das heißt, eine Adresse, unter der man eine Person erreichen kann, die für meine Inhalte verantwortlich ist. Ist jetzt keine Adresse, unter der ihr mir irgendwie persönlich schreiben solltet oder so. Also das erreicht mich dann auch nicht. Aber im Falle davon, dass man mich beispielsweise anzeigen möchte, ist da was hinterlegt. Das heißt also, wenn ihr Webseiten habt, wo es kein Impressum gibt oder beim Impressum irgendwie nur sowas steht wie eine Fake-E-Mail-Adresse, könnt ihr schon mal grundsätzlich davon ausgehen, dass das keine vertrauenswürdige Quelle ist. Zweitens steckt da nur eine Einzelperson hinter. Wenn ihr einen Artikel habt, dann checkt auch gerne mal, wer der Autor ist. Experten, Expertise erkennt man oft daran, dass die Menschen vielleicht auch bei anerkannten Instituten oder bei Hochschulen arbeiten oder zumindest da dozieren und im Bereich der gesuchten Fragestellung forschen. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern dass eine random Person XY ist, sollte man auch hier die Fachkompetenz hinterfragen. Man sollte immer auch die Studien hinterfragen. Nicht jede Studie ist gleich aussagekräftig. Wie viele Leute wurden bei Studien befragt? Wird die Methode näher beschrieben? Sind die Fakten mit Verweisen auf wissenschaftliche Literatur belegt? Ist die Studie noch aktuell? Spiegelt sie den aktuellen Stand der Forschung wider? Worauf man außerdem achten sollte, ob die Sprache neutral ist. Ist es eine relativ subjektive Darstellung des Autors? Wie ist die Tonalität? Wird hier viel mit Emotionen und Ängsten gespielt? Werden hier vielleicht typische ideologische Begriffe verwendet? Und fünftens sollte man auch überprüfen, was ist die Motivation des Absenders? Was möchte er mit diesem Artikel bezwecken? Ich verlinke euch auf jeden Fall auch mal zwei gute Links in der Beschreibung, wie man Quellen überprüfen kann. Das hier war gerade nur eine kurze Zusammenfassung. Möglicherweise hilft euch das aber ja in Zukunft, Informationen, die ihr aus dem Internet bezieht, besser einzuordnen. Ein kleines wichtiges Kapitel habe ich für euch noch. Kapitel 5, was polarisiert, darf hoch. Klar ist, und das sollte man auf jeden Fall natürlich auch immer wissen, dass Kommentare vor allem dann hochgerankt werden, wenn sie viele Likes haben. Und das passiert viel dann, wenn sie besonders polarisieren. Also, dass beispielsweise der Bibi-Fremdge-Kommentar so viele Likes hat, muss nicht bedeuten, dass diese 4000 Leute, die das geliked haben, auch wirklich glauben, Bibi ist fremdgegangen. Dadurch, dass besonders polarisierende Kommentare oftmals weit nach oben gerankt werden, entsteht schnell beim Durchlesen der Kommentare der Eindruck, dass die Mehrheit dieser Ansicht ist, obwohl es eben meistens eigentlich eine sehr extreme Meinung ist. Außerdem kann es auf Social Media immer wieder passieren, dass euch Beiträge zugespielt werden, die sonst vor allem immer in einer Bubble angesehen werden. Also so ist es mir zum Beispiel letztens passiert, dass ich habe irgendwie einen TikTok zugespielt bekommen, wo es irgendwie um eine Schlägerei ging, in der sehr viele Leute involviert waren, die Migrationshintergrund hatten. Unter diesem Video haben sich unglaublich viele Leute versammelt, die schon sehr rechtspopulistische Meinungen hatten. Also die Kommentare waren voll damit, dass man die AfD wählen könnte, dass Alice Weidel Bundeskanzlerin werden sollte, dass die Leute alle wieder raus aus dem Land verschwinden sollen. Dabei ist es natürlich ganz krasses Framing. Das war hier ein Video von einer Schlägerei mit vor allem Leuten, die Migrationshintergrund hatten. Das muss aber natürlich A nicht heißen, dass alle Leute, die sich schlagen, Leute Migrationshintergrund haben. Muss in diesem Fall auch nicht heißen, dass die Leute irgendwie kriminell sind, dass die Leute ein Problem sind. Daraus kann man überhaupt nichts schließen. Die Leute haben es aber so geframed und die Kommentare waren eben fast alle mit eben pro-AfD-Kommentaren. Und das kann natürlich vor allem daran liegen, dass das Video vor allem AfD-Sympathisanten zugespielt wurde, weil das Video eben in dieser Bubble unterwegs ist und für einen Außenstehenden jetzt der Eindruck entstehen könnte, okay, krass, es sind ja wirklich alle für die AfD oder es sind ja wirklich alle dafür, dass die Ausländer wieder abgeschoben werden sollten, was halt voll das krasse Framing und voll die extreme Meinung ist und was dadurch eben super gefährlich ist. Außerdem habe ich zuletzt gelernt, und auch das ist vielleicht sehr spannend für euch zu wissen, es gibt eine Menge an WhatsApp- und Telegram-Gruppen von vor allem Gruppen mit politisch sehr extremen Meinungen, die dort alle gegenseitig Links reinposten von Bildern und Videos mit dem Aufruf dazu, die schnell zu kommentieren und Kommentare hochzupushen, sodass ganz schnell eben solche extremen Meinungen nach oben gepusht werden. Also wir kriegen im Zweifel gar nicht mit, dass all diese Videos als Links dann quasi dort in diesen Gruppen rumgehen, wo überall geschrieben wird, ey, schnell, schreib dazu was und like die Kommentare. Und man geht dann auf die Videos und denkt sich so, Alter, what the fuck, wie rechtspopulistisch ist das hier gerade? Oder wie viele Leute sind eigentlich so gepolt, obwohl diese Meinung halt gar nicht der Realität entspricht? Es kann dadurch halt extrem einseitig wirken, obwohl es eigentlich gar nicht so einseitig ist. Ich selber neige schnell dazu zu meinen, dass die mehrheitliche Meinung die ist, die sich in den Kommentaren widerspiegelt. Dabei ist es eigentlich so, dass die Mehrheit an Menschen eigentlich gar keine Kommentare schreibt. Das heißt also, die meisten Meinungen kriege ich sowieso nicht wieder. Und oftmals tummeln sich eher extremere Meinungen in den Kommentaren, sodass man wirklich abstrahieren muss und aufpassen muss, dass man nicht die Meinung einfach übernimmt, nur weil es viele Leute schreiben oder weil man viel davon liest. Und das ist im Grunde auch mein Appell mit diesem Video, bei dem ich eigentlich gedacht hatte, es wird etwas kürzer, was ist jetzt doch recht lang geworden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für dieses Thema die Gefahr, die von diesen Kommentaren und dieser gesamten Kultur auf Social Media und den digitalen Medien eben ausgeht, dass ich
ich euch darauf ein bisschen sensibilisieren konnte und euch vielleicht auch darauf aufmerksam machen konnte, das einfach ab jetzt immer kritisch zu hinterfragen und einen kritischen Blick darauf zu haben. Das war das, was mir in den letzten Tagen sehr deutlich aufgefallen ist. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu in den Kommentaren. Das alles natürlich immer mit Vorsicht zu genießen. Ich muss aber an der Stelle trotzdem dazu sagen, wenn ich das mal so ein bisschen für mich selber ranken darf, YouTube-Kommentare sind von der Qualität oftmals ein bisschen besser als TikTok-Kommentare. Alleine, weil man bei TikTok immer nur eine bestimmte begrenzte Anzahl an Zeichen hat, viel weniger als bei YouTube. Da ist es bei YouTube schon oftmals ein bisschen differenzierter, was ganz gut ist. Deswegen ich zum Beispiel nicht verstehe, warum bei Instagram beispielsweise die Kommentare bei der Tagesschau erlaubt sind und bei YouTube nicht. Da bin ich noch nicht hintergekommen. Trotzdem darf man aber eben nicht geschockt sein. Es gibt so viele extreme Meinungen zum Teil. Das ist sehr, sehr crazy. Das war es auf jeden Fall erstmal von mir mit diesem Video. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche und bis ganz bald wieder. Bis dann und ciao.